Ein weiteres wichtiges Datum in dem Zusammenhang, und ich denke, ihr könnt euch alle denken, was ich jetzt erwähnen werde, ist selbstverständlich der 8. Mai, der nächste Feiertag, der endlich als arbeitsfreier Tag gehört. Der 8. Mai ist der Tag der Befreiung vom Faschismus. Und in diesem Zusammenhang wisst ihr auch, dass am 8. Mai in Demmin stets Nazi-Schweine auf die Straße gehen, und es gibt auch dieses Jahr Gegenkundgebung gegen dieses Faschistenspektakel, und wir rufen euch auf, besucht diese Gegenkundgebung, macht einen privaten Tagesausflug darf man ja machen, solange das irgendwie einigermaßen im Umfeld ist, wisst ihr ja, und zeigt euren Protest gegen diesen Aufmarsch. Denn die NPD, die das ja traditionell so schon seit Ewigkeiten angemeldet hat, die hat bis jetzt noch nicht zurückgerudert. Sie lassen sich noch offen, was sie an diesem Tag machen. Und natürlich den Tag der Befreiung vom Faschismus feiern. Das ist ja wohl selbstverständlich. Die gesamte Welt da. Dank Fridays for Future gibt es dafür eine globale Öffentlichkeit.